Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und da wir jetzt den Monat März haben, ist klar, es gibt ein neues Hobonichi Flip-Through Video für den Monat Februar. Und im Anschluss möchte ich euch gerne noch ein japanisches Zeichenbuch vorstellen, für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Viele kennen es bestimmt schon, aber ich benutze es immer ganz gern, wenn ich mal nicht weiß, wie ich was zeichnen muss, wenn ich was zeichnen möchte und keine Ahnung habe, wie mache ich das jetzt am besten, dann benutze ich dieses Buch ganz gerne mal. Und es ist, wie gesagt, auf Japanisch, also man kann es nicht lesen, aber die Zeichnungen sind, finde ich, sehr einfach und sehr gut nachzuvollziehen. Und das zeige ich euch im Anschluss, aber zuerst gibt es natürlich das Hobonichi-Video. Und wenn ihr Lust drauf habt, dann bleibt jetzt einfach dran. So, wir fangen an mit dem Hobonichi. Und was hat sich verändert? Ich habe mittlerweile hier ein Band, ein schwarzes, elastisches Band, das mir eine ganz liebe Filofax-Freundin von Facebook genäht hat, weil, ich zeige es euch mal ganz kurz, mein Hobonichi ist schon ziemlich dick, also obwohl jetzt erst 2 Monate vergangen sind, Januar und Februar, und natürlich die Monatsübersichten, ist er schon ein bisschen dicker geworden. Und wenn ich dieses Band wegmache, steht er mittlerweile auch schon ein bisschen hoch. Und mit dem Stift bekomme ich es zwar noch zu, aber es wird zunehmend schwerer, und deswegen finde ich das mit dem Band eine ganz gute Lösung. Und ja, am Setup hat sich nichts verändert. Was ich das letzte Mal vergessen habe, ist euch zu zeigen, wie die hintere Tasche aussieht. Das mache ich jetzt noch ganz kurz, einfach der Vollständigkeit halber. Ist jetzt nicht spektakulär. Ich habe ganz hinten immer meine Schreibunterlage drin und in der Tasche dann die Bookdarts. Und hier 2 Sticker. Der eine Stickerbogen, also der größere hier, der ist von Suatelier. Und der kleinere ist von Hornbach. Und das Lustige ist, es sind also fast die gleichen Sticker drauf. Er ist zwar ein bisschen kleiner, einen habe ich jetzt schon weggemacht, der hier war identisch mit dem hier. Also einfach mal, wer nicht im Internet bestellen mag, Suatelier, man muss ja auch immer Versand bezahlen. Einfach mal, wenn ihr im Baumarkt seid, mal ein bisschen rumschauen. Wie gesagt, die sind fast identisch, und der ist von, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es sehen kann, der ist von Hornbach, der ist von Suatelier, von Etsy habe ich den bestellt, gibt es aber auch bei Davanda. Und der ist, wie gesagt, aus dem Baumarkt. Und es sind die gleichen Motive. Und von dem her finde ich eine super Alternative. Hat irgendwie, ich glaube, 2 Bögen waren drin, 1,70 Euro oder so gekostet. Also durchaus eine Alternative. Ja, und ansonsten, wie gesagt, habe ich hier hinten nur die Bookdarts. Und immer meine Schreibunterlage. Und dann fangen wir an mit Februar. Ich werde diesmal im Gegensatz zum letzten Mal zu ein paar Seiten 1, 2 Sätze sagen. Ich denke, das ist vielleicht schöner oder interessanter, weil ansonsten ist dieses Flip-Through nämlich in ungefähr 1 Minute beendet. Und ja, also der Februar stand bei mir im Zeichen von Karneval und Valentinstag. Deswegen habe ich hier auch so ein bisschen verrücktes Washi aufgeklebt, weil ich finde, das passt zu Karneval ganz gut. Ist von Emele Style gewesen. Ich weiß nicht, was das Thema dieses Washis ist, aber ich finde, es passt einfach zu Karneval, weil es so ein bisschen verrückt aussieht, bunt. Und deswegen habe ich das hier mit die Februar-Übersicht damit dekoriert. Also das ist ja eigentlich so eine Notizseite, die man, glaube ich, dafür verwenden kann, für ja, Notizen oder wichtige Ereignisse oder als vielleicht sogar To-Do-Liste, keine Ahnung. Ich verwende es immer so als wie ein kleines Dashboard, als Monatsübersicht. Ich schreibe mir halt immer den Monat hier mit dazu. Beziehungsweise im Januar habe ich es, glaube ich, anders gemacht. Ich muss mal ganz kurz... Ja, im Januar habe ich hier einfach nur dieses Mädchen mit dem Hobonichi aufgeklebt.
damit habe ich ja gestartet. Und jetzt hier im Februar habe ich, wie gesagt, hier Februar hingeschrieben und ein bisschen mit Washi verziert und ja. Dann der 1. Februar, ja, beim 1. Februar habe ich versucht, meinen ersten Chibi zu malen. Ich habe mir davor unzählige Tutorials angeschaut, wie man einen Chibi malt, weil ich mit meiner Version, Moment, ich zeige es euch mal nochmal kurz, wo ich versucht habe, mich selber zu zeichnen. Das war irgendwann im Januar. War ich absolut nicht hier. Also, da habe ich versucht, hier mich selber zu zeichnen, war nicht sonderlich zufrieden und habe mir dann gedacht, okay, jetzt schaue ich mal, ob ich es schaffe, so einen Chibi zu zeichnen. Und habe mir dann, wie gesagt, ein paar Tutorials auf YouTube angeschaut und es war dann mein erster Versuch. Ja, gut, sieht mir jetzt auch nicht wahnsinnig ähnlich, aber ich finde, sie ist ganz süß geworden. Dann an dem Tag war ich mit meinem Mann beim Frühstücken in einem Café und wir haben gegessen Rührei mit Toast und ich habe gebratenes Gemüse gehabt und er hatte, glaube ich, gebratene Kartoffeln dazu. Und während wir da gefrühstückt haben, war unser Sohn ja bei der Montessori-Schule zum Probeunterricht und da mussten die Eltern das Klassenzimmer verlassen für 2 Stunden und währenddessen waren wir dann eben frühstücken und ja, hat ihm total gut gefallen und uns eigentlich auch und ja, das war der 1. Februar, genau. Dann ging es bei uns am 2. Februar los mit einer Krankheitswelle, wir waren alle ein bisschen angeschlagen, Bauchweh, Erkältung und ja, deswegen habe ich hier nicht viel gezeichnet, einfach nur Bauchweh ist doof und Wärmflasche, Tee. Und einen etwas leidenden Gesichtsausdruck. 3. Februar waren wir immer noch alle krank und meine Kinder sind dann auf die Idee gekommen, unsere Bücherwand in eine Bücherei zu verwandeln und wir haben dann ziemlich lange Bücherei gespielt. Ich war die Ausleihtante und meine Kinder haben sich dann immer Bücher ausgeliehen und Stempel reingemacht und ja, deswegen hier so ein bisschen mit Washi ein Bücherregal. Ansonsten ist da nicht viel passiert, weil wir, wie gesagt, krank waren und hauptsächlich zu Hause waren und das Ganze ein bisschen ruhiger haben angehen lassen. 4. Februar war dann im Kindergarten Faschingsparty und mein Sohn ging einmal als Cowboy und einmal als Harry Potter und ich finde, die 2 Chibis sind mir eigentlich ganz gut gelungen, auch wenn sie jetzt vielleicht meinem Sohn nicht ähnlich sehen, aber ich glaube, man kann Harry Potter und den Cowboy ganz gut erkennen. So, an dem Tag habe ich irgendwie keine Zeit gehabt, irgendwas einzutragen oder zu malen. Deswegen habe ich dann im Nachhinein eigentlich so eine Lückenfüller-Seite gestaltet, die mir aber eigentlich ganz gut gefällt. Dann war der Sonntag. An dem Sonntag waren wir eigentlich relativ faul. Also wir waren an einem Spielplatz, wo man so ein bisschen geklettert. Also die Kinder konnten ein bisschen klettern. Dann haben wir uns Donuts mitgenommen, 6 Stück. So verschiedene Sorten waren ja viel auf der Couch gelegen, haben Fernsehen geguckt, gespielt. Also so ein richtig typischer, langweiliger Sonntag, wenn das Wetter auch nicht so gut ist und man irgendwie nicht weiß, was man machen soll. Da habe ich dann jetzt einfach nur was eingeschrieben. Am Dienstag dann habe ich diese Zeichnung gewählt, weil ich mit meinem Kleinen spazieren war und wir hatten nämlich keinen Regenschirm dabei und sind dann total nass geworden und ich bin dann mit ihm auf dem Arm heimgerannt und dieses Erlebnis habe ich dann so im Nachhinein zeichnerisch versucht festzuhalten, wusste aber nicht so genau wie und habe mir dann aus Pinterest einfach so ein paar Anregungen geholt, wie man sowas zeichnen oder malen kann und habe das dann halt ja so versucht umzusetzen. Habe es nicht abkopiert, sondern schon selber gezeichnet, aber so einfach eine Inspiration geholt. Das war dann wieder mehr so eine Lückenfüllerseite, weil ich an dem Tag dann nicht dazugekommen bin, irgendwas zum Zeichnen, was an dem Tag passiert ist und da nutze ich dann einfach immer gern die Seiten, um irgendwie ein Zitat oder irgendwie ein Gedicht oder irgendwas aufzuschreiben.
Ja, hier habe ich dann einfach wieder was eingetragen, so tagebuchmäßig. Dann haben wir hier schon wieder Freitag, da war das Wetter super schön. Wir sind spazieren gegangen am Bach. Also wir wohnen ja mehr so am Dorf und da kann man dann immer ganz toll spazieren gehen. Unser Mittagessen bestand aus ungesunden McDonald's, war aber auch total lecker und mal ganz schön. Und ja, ich male eigentlich fast abends, fast jeden Tag, wenn ich es schaffe, immer so eine Kleinigkeit in den Hobonichi. Wenn es auch nur mit Bleistift ist, und das habe ich dann an dem Abend auch wieder gemacht. Am Samstag waren wir shoppen im Einkaufszentrum den ganzen Nachmittag und ich habe mir ein paar neue Sachen so für den Frühling gekauft, ein bisschen Kosmetik und ja, war ganz schön. Sonntag war dann Valentinstag und ja, da habe ich mir dann einfach hier dieses Herz reingezeichnet und die Blumen, die ich bekommen habe, sind eigentlich pinkfarbene Rosen, wobei die hier auf der Zeichnung mehr ausschauen wie Nelken. Aber ja, es waren eigentlich pinkfarbene Rosen und die habe ich dann hier versucht abzuzeichnen und abzumalen mit Aquarell. Hier habe ich dann wieder so einen kleinen Tagebucheintrag gemacht bei den beiden Seiten und habe das dann einfach ein bisschen mit Washi gestaltet, was mir so durch den Kopf ging. Und das war dann Donnerstag, der 18. Da habe ich selbstgemachte Pizza gemacht, so Blechpizza. Nachmittags hatte ich Besuch von meiner Nichte, die ist jetzt ganz frisch Mama geworden, seit 6 Monaten und die hatte den kleinen Leon dabei. Und abends gab es dann Salat und den Bachelor im Fernsehen. Und freitags war ich mit den Kindern vormittags in so einem Indoor-Spielplatz. Mittags gab es eine ganz schnelle Tomatensuppe. Dann waren wir nachmittags noch im Garten Sandkasten spielen, weil das Wetter ganz warm war für den, ganz ungewöhnlich warm. Und ja, und abends oder dann am späten Nachmittag dann noch ein bisschen den Haushalt gemacht. Dann habe ich hier dann mal wirklich so klassisch meinen Tag ein bisschen gezeichnet. Dann muss ich mal. Was war das jetzt hier? Samstag. Samstag kam dann mein neuer Sommer-Filofax, der Fluoro Pink. Da habe ich mich riesig gefreut, weil den konnte ich relativ günstig ergattern. Und es kamen ein paar neue Washis von Simply Gilded. Fand ich die Karte ganz schön mit so Goldfoil-Effekt. Und hier so einen süßen Hasen, da habe ich die mit eingeklebt. Und das sind diese Tapes, die ich da bestellt habe. Und ja, die finde ich ganz toll hier mit der Wassermelone, den Wolken und dem Meerjungfrauen, ja, so Schuppentape. Dann am Sonntag, wie fast jeden Sonntag, schaue ich immer Ella Sebi auf YouTube den Kaffeeklatsch. Ich finde es immer ganz gemütlich und trinke dazu auch meistens Kaffee und esse ein paar Kekse und schaue mir dann eben immer Ella an. Wer sie kennt oder wer sie noch nicht kennt, kann ich euch empfehlen. Sie macht auch ab und zu mal so ja, Filofax oder Planer-Videos, aber hauptsächlich eigentlich so, ja, ich würde es fast sagen, Lifestyle. Dann war ich anschließend am Spielplatz und meine Kinder haben mir die ersten 3 Gänseblümchen des Jahres gepflückt. Die habe ich dann hier reingemalt und danach habe ich noch meine Wochendeko gefilmt. Da hatte ich so eine Schwarz-Weiß-Challenge, das heißt Challenge. Ich habe dazu aufgerufen, eine Schwarz-Weiß-Deko zu machen und wer sich beteiligen wollte, kamen ein paar Mädels zusammen und das fand ich ganz schön. Und die habe ich dann an dem Sonntag gefilmt, ganz ungewöhnlich, weil ich normalerweise sonntags keine Videos mache, aber ich wollte eben, wenn ich schon zu einer gemeinsamen Wochendeko aufrufe, das dann auch montags online stellen und habe das dann gefilmt und auch gleich geschnitten und abends gab es dann Toast Hawaii. Dann der Montag, da habe ich dieses Washi-Sample bekommen von der lieben Caro alias CC Plans. Gibt es auch auf YouTube hier. Und dieses Washi hat mich dann inspiriert, eine Flasche abzuzeichnen, die bei uns im Badezimmer steht. Die ist mit so Blautönen und hat so Salzkristalle obendrauf. Und die habe ich dann einfach versucht abzumalen. Ich finde es eigentlich ist ganz gut geworden. Und der Dienstag, da habe ich dann nochmal eine von meinen pinkfarbenen Rosen gemalt, die dann mittlerweile schon voll aufgeblüht waren und eigentlich auch viel mehr pink waren als wie hier auf der. Die Farbe habe ich nicht richtig zusammengemischt. Und habe dann dieses Zitat dazu geklebt aus der Flow: Leben allein ist nicht genug, Sonne, Freiheit und eine kleine Blume braucht man auch.
von Hans Christian Andersen. Fand ich ganz schön und ganz passend. Und ich verwende hier übrigens immer von der Alex, vom dummen Mädchen, die Daily Sticker, ganz vergessen zu erwähnen, die sie da gezeichnet hat. Da gab es einen kostenlosen Download und die habe ich mir runtergeladen und die verwende ich auch immer ganz gerne. Dann hier habe ich wieder so tagebuchmäßig einfach was eingetragen und mit Washi dekoriert. Dann am Donnerstag war der deutsche Vorentscheid von dem Eurovision Song Contest und ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Ich habe eigentlich nur die letzte Viertelstunde gesehen oder immer mal wieder rübergezappt. Und ich fand aber das Lied eigentlich ganz schön, das gewonnen hat. Also das Lied heißt Ghost und ist von, ich glaube, die ist erst 17 oder so, Jamie Lee Krivitz. Und die war so ein bisschen im Manga-Style angezogen und ja, das Lied hat mir ganz gut gefallen und deswegen habe ich das hier aufgezeichnet. Und der andere, den fand ich aber auch nicht schlecht, der noch in der, sage ich mal, in den letzten beiden, also, ja, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, oh Gott. Also der eben, es war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich, und die haben mir beide ganz gut gefallen, die Lieder, oh Gott, voll verplant. Dann war schon wieder Freitag, der 26. und meine neuen Tombows kamen. Ich hatte mir so Pastell-Tombows bestellt und habe dann die Stifte hier gleich mal ausprobiert. Ist allerdings noch gewöhnungsbedürftig, also ich muss da noch sehr viel üben. Dazu schaue ich immer die Frau Hölle an auf YouTube. Die macht da immer so Lettering und mit den Tombows und das finde ich echt ganz cool. Dann am Samstag ist was passiert, ja, wie soll ich sagen, ich hatte meinen Hobonichi offen liegen, weil ich den eigentlich immer offen liegen habe, weil ich immer zwischendurch mal wieder was klebe oder was schreibe. Und dann hat mein Sohn mir hier was reingemalt, war eigentlich nicht so vereinbart und war auch nicht so geplant, aber gut, ich fand es dann eigentlich ganz süß und ja, er hat auch nicht geschimpft bekommen und ich habe jetzt mit ihm ausgemacht, er darf mir ab und zu mal was reinmalen, aber er muss vorher fragen und ja, hat er mir Blümchen gemalt und Sonne und sich selber und ja, finde ich ganz süß. Dann der Sonntag und der Montag, da habe ich dann einfach hier mit Wasser, mit Aquarellfarben ein paar so Bubbles gemalt und dieses La Dolce Vita Mädchen aufgeklebt, weil die auch so hier so Pinsel in der Hand hat und habe hier einfach ein paar so Stichpunkte aufgeschrieben, was an den beiden Tagen so los war. Ja, und damit war der Montag auch, aber auch der Februar schon wieder zu Ende. Und ja, der Monat ist rum, das Flip-Through somit auch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war eigentlich immer relativ aktuell. Also es ist für mich wirklich so ein bisschen zum Ritual geworden, abends nochmal so ein bisschen eine Viertelstunde irgendwas mit Bleistift zu zeichnen oder zu kolorieren. Und ja, die Tage, wo ich das dann wirklich gar nicht schaffe, die fülle ich dann einfach mit irgendwelchen, so wie hier, mit so Zitaten. Aber meistens schaue ich wirklich, dass ich so ein bisschen tagesaktuell bin, weil ich mich sonst nicht mehr erinnern kann, was an dem Tag so los war. Und ja, als Stift benutze ich meistens diesen Fineliner von Unipin 0,3. Mit dem schreibe ich eigentlich meistens und dem komme ich ganz gut klar. Kann man zwar nicht radieren, aber ja, das ist eigentlich so mein Favorit. Und das war's. Und jetzt, wer sich jetzt noch dafür interessiert, dem würde ich jetzt gerne noch ganz kurz dieses Buch zeigen. Das habe ich mir bei Etsy bestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es gekostet hat, ehrlich gesagt. Das war sehr lange unterwegs. Also ich habe da ewig drauf gewartet, bis es da war. Und es ist so ein japanisches Zeichenbuch. Und ich finde, ich blätter es mal ganz kurz durch für euch. Man kann natürlich nicht lesen, was drin steht, aber ich finde, es sind so einfache Sachen sehr leicht erklärt, wie man sie zeichnet. Zum Beispiel ein Schaf oder jetzt hier, wie man Wecker zeichnet. Weiter hinten kommen dann tatsächlich hier zum Beispiel Handys, Regenschirme und was ich ganz hilfreich finde. Gut, Blumen würde ich jetzt auch so wahrscheinlich noch hinbekommen, aber zum Beispiel Lebensmittel, Gemüse, Obst, Tiere. Und ja, es ist wirklich so vereinfacht dargestellt, wie man mit
also ich sag mal so auch als Zeichenlaie wie ich, es trotzdem hinbekommt, eine Zeichnung zu machen, die andere auch erkennen können. Und da finde ich dieses Buch wirklich ganz hilfreich. Also es ist alles drin von Lebensmitteln, Tieren, dann hier so ein bisschen Haushaltssachen, Kleidung und dann natürlich auch hier Möbel, Essen und dann aber auch eben Gesichter, Gesichtsausdrücke, hier Frisuren und Gesichtsausdrücke. Also ich finde es wirklich ganz gut. Wie zeichnet man zum Beispiel einen alten Menschen? Wie zeichnet man ein Baby? Also diese Zeichnung habe ich jetzt zum Beispiel verwendet, als ich den kleinen Leon gezeichnet habe, weil ich jetzt nicht gewusst habe, wie stelle ich jetzt vereinfacht ein Baby dar. Da habe ich mich also hier an dieser Zeichnung bedient. Dann hier Bewegungsabläufe. Und also ich finde es wirklich ganz hilfreich. Hier dann auch ja, so Buchstaben, so ein bisschen Ranken, solche Sachen. Ornamente und hier hinten dann, ja, geht es halt wirklich dann weiter mit einfach wirklich so Alltagssachen auch. Und also das Buch kann ich wirklich empfehlen, ich finde es sehr hilfreich. Alternativ, wenn ich da drin jetzt nichts finde, dann google ich auch mal, schau, also ich brauche immer eine Vorlage. Es muss nicht eine gezeichnete Vorlage sein, aber zum Beispiel jetzt die Rosen, die ich geschenkt bekommen habe, oder die Flasche. Ich muss das bildlich vor mir sehen und kann es dann zeichnen, so aus dem Kopf. Tue ich mich wirklich schwer. Und ich rufe mir dann bei Google einfach ein Bild auf und versuche das dann abzuzeichnen. Also so ganz aus dem Kopf kann ich es nicht. Bei manchen Sachen vielleicht ja, aber bei dem größten Teil brauche ich einfach irgendwie eine Vorlage. Und also da finde ich dieses Buch ganz hilfreich. Gibt es, wie gesagt, bei Etsy. Gibt es, glaube ich, auch 3 verschiedene. Aber also das kann ich auf alle Fälle empfehlen, wer also da auf der Suche nach Inspiration ist, finde ich nicht schlecht. Ja, das war's für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und zu einem neuen Hobonichi-Video sehen wir uns dann im nächsten Monat wieder. Und ansonsten gibt es natürlich die ganz normalen Wochendekorationen, Do-it-yourselfs und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!